Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video des Kreises der Legenden. Und wir starten heute in die letzten 10 Kämpfe. Und ich bin echt gespannt, was mich jetzt noch erwartet. Die letzten 20 waren, ich will jetzt nicht sagen anstrengend, aber doch, das waren sie. Das waren sie. Es ging nach einer Zeit echt zu weit. Und es kann auch sein, dass das letzte Video echt schlecht kommentiert war. Es kann sein. Ist eure Entscheidung oder Meinung dann. Vielleicht findet ihr es auch gut. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt den nächsten Gegner suchen. Und ich bin gespannt. Was wird kommen? Ich meine, wir haben 20 Kämpfe bestritten und 12 Siege geholt. Das heißt, wir haben 60% unserer Kämpfe gewonnen. Und ich kriege einfach keinen Gegner. Wir haben jetzt alle Angst. Gott, ich hätte das nicht sagen dürfen. Oh mein Gott, ich hätte es echt nicht sagen dürfen. Oh, Niederlande Limburg. Ich weiß jetzt nicht. Giratina in der Origin-Form. Proto-Groudon, Proto-Kyogre. Vielleicht Mega-Mewtwo. Mega-Rayquaza? Also ich gehe mal von Mega-Rayquaza aus. Mit irgendeinem Focus-Sash oder so. Oder Überresten oder was auch immer. Aber ich könnte so weit gehen und sagen, ich nehme die Jans hier mit. Die Jans hier sogar als erstes. Terrakium ist jetzt nicht so. Da ist ein Giratina, das ist ein Geist-Pokémon. Da ist ein Mewtwo. Da ist ein Kyogre. Ein Groudon. Also Terrakium ist da jetzt nicht so super. Also die Jans hier kann ich schon mal mitnehmen. Otto Groudon nehme ich auch mit, aber nicht ins Dreier-Team. Und ansonsten Xerneas, Deoxys und Groudon. Tut mir leid, Arceus, aber es müssen Prioritäten gesetzt werden. Und jetzt nach knapp 3 Minuten fängt der Kampf mal an. Wow, Gold, wir mit dir kämpfen. Mewtwo, Giratina und Kyogre. Aber gut, wenn du mir jetzt so kommst, wenn du mir jetzt mit Proto-Kyogre kommst, pass mal auf, mein Freund, pass mal auf. Dann machen wir das Ganze jetzt mal direkt anders. Wir gehen dann nicht auf die Jans hier, sondern wir gehen auf Xerneas mit Geokontrolle. Damit haben wir schon recht gute Erfahrungen gemacht und ich denke, wir können die Kraft ruhig in uns aufsaugen. Wie dann einfach so sowas aufploppt. Oh Mann. Ursprungswoge. Ah, warum musst du mich jetzt treffen? Au, 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 au. Autsch. Nicht schön. Gar nicht schön. Hier, Mondgewalt, los. Steinhagel? Meinst du das jetzt gerade ernst? So, ich lasse jetzt mal Xerneas wieder zurückgehen und werde jetzt einfach mal Deoxys nach vorne setzen. Vielleicht wird er jetzt irgendwie auf Giratina oder Mewtwo switchen. Drehen. Er wird auf Mewtwo wechseln. Ja, Mann. Und Mewtwo Y. Ich hab ihn sowas von predicted. Okay, der Abschlag wird jetzt natürlich nicht dafür sorgen, dass Mewtwo drauf geht, aber
Darum geht's nicht. So, hab mit einem KP überlebt. Mit einem KP. Sehr schön. So, was machen wir jetzt? Machen wir nochmal Abschlag? Wir machen nochmal Abschlag. Wenn ich schneller bin. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob es komplett auf Speed ausgelegt hat. Wenn ja, ist das nicht gut, aber... Oh, Giratina Origin. What the hell? Warum tust du das? Schemenkraft. Du machst jetzt nicht gerade wirklich Schemenkraft, oder? Oh Mann, ey. So, ich mache jetzt eine Mega-Entwicklung und Schutzschild. Ich glaube, nee, warte, Schemenkraft geht ja durch Schutzschild, ne? Der greift mich ja von hinten an. Oh, war vielleicht nicht so gut, das zu tun. Ah. Jans hier macht Schutzschild, okay. Aber ich glaube, Schemenkraft greift mich von hinten an. Ah. Oder? Ja, doch, doch, doch. Greift mich von hinten an. Beziehungsweise durchbrach den Schutz. Wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen? Wie? Wie? Hier! Los, Deoxys, peitsch ihn aus! Jedes dieser legendären Pokémon wird jetzt ausgepeitscht. Für diesen Frevel, den ihr begangen habt. Oh. Das ist ein Iveltal. Aber, ich bitte dich. Ich mach jetzt Eisstrahl, ja. Oder gehe ich auf Diancie? Ich gehe auf Diancie und mach Mondgewalt, komm. Ich hätte Diamantensturm machen müssen. Uff. Boah. Hat keine Wirkung. Oh mein Gott. Dieser Lack, der gerade vorhanden ist. Ich ihn einfach austrickse. Und jetzt. Oh. Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Das schaffst du, Deoxys. Scheiße, das schaffst du nicht. Boah. Schade. Echt schade. Aber jetzt kommt ein kleiner Freund von mir rein. Schaut mal. Mit einer Angriffsstärke von 504. Bam! Entschuldigung. Endland von Groudon wirkt. So, ich mache jetzt aber Feuerschlag, weil es ein Step ist, weil ich durch die Sonne verstärkt werde. Und wenn er meint, es jetzt mit Erdbeben irgendwie predikten zu können, ist das Iveltal sowieso weg. Ursprungswoge wirkt nicht. Mewtwo ist schneller. Psychostoß. Oh, oh nein, 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 nein. Bitte nicht, oh nein, bitte nicht, oh nein, bitte nicht, oh nein, bitte nicht. Aha, aha. Oh, was? Was? Okay. Ich hab den überlebt. Ich verstehe das nicht so ganz. Ich würde meinen Groudon jetzt aber nicht in irgendwelche Gefahren bringen wollen. Deswegen tauschen wir jetzt mal auf Diancie aus und das Sonnenlicht verliert wieder an Intensität. Und jetzt Diamantensturm. Schade, dass es nicht irgendwie alle trifft. Und meine physische Verteidigung steigt. Iveltal wurde besiegt. So, und jetzt möchte ich dein Kyogre auch noch besiegen. Dann haben wir den Kampf wenigstens hinter uns. Los, Diancie. Erdkräfte.
So. Und es war eine echt gute Entscheidung, Growler mitzunehmen. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja hier, du hast ja Uber mitgenommen, dies, das und keine Ahnung. Du hättest ja auch normale Legis mitnehmen können, wie Arctos, Zapdos, Lavados, Raikou, Entei, Suicune und... Stimmt, die Regis habe ich noch gar nicht gesehen. Also Regirock, Regeist und Registeel und Regigigas. Bei Regigigas kann ich das sogar verstehen, weil die Fähigkeit saumselig ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ey, das ist jetzt was Gutes. Ja, ich möchte weiterkämpfen. Wir haben noch zwei Kämpfe für dieses Video zu tun. Und das müssen wir auch ausnutzen. Die Gegnersuche wird ausgeführt. Ich glaube, die Gegnersuche dauert heute echt lange. Axel aus Frankreich. Oh Mann, Leute. Was soll das? Ich nehme mal Terrakium nach vorne. So, ich nehme mal Terrakium nach vorne. Ich nehme auch Xerni, ja, Arceus wäre auch nicht schlecht, wobei, ich nehme Arceus mit, Xernias und Deoxys oder Proto-Groudon. Eine Proto-Morphose wäre noch echt was, wo ich denke, ey, damit kann ich noch was reißen. Deoxys ist aber auch nicht zu unterschätzen, kann zumindest zwei Runden lang angreifen, machen wir es so. Lass mir mal Groudon auf der Ersatzbank. Vielleicht werde ich es bereuen, vielleicht auch nicht. Axel will mit dir kämpfen. Ah, super. Ganz klasse. Ich krieg zu viel, ey. Ich gleich zusammen. Ich mach mal Rapidschutz. Pff. Rapidschutz? Ah! Was? Okay. Ich hab jetzt gerade ich hab jetzt gerade so einen, weiß ich nicht, das ist jetzt gerade so für mich der Anime-Moment, wo dann Yugi seine entscheidende Karte zieht und einfach so sagt, ja hier, ich hab jetzt Exodia, und Kaiba sagt, nein, wie kann das sein? Niemand hat es geschafft, Exodia zu ziehen. Tja, ich hab gerade Rapidschutz gemacht, hab echt gedacht, ich bin vor Schlummer auch unberührt. Aber das war dann doch nicht so. Tja. Finsteraura. Finsteraura? Saugt Kraft in sich auf. So, Darkrai, wenn du gleich, wenn du mich gleich angreifst. Wenn du gleich wieder Schlummer ausmachen willst, ich rate dir, es nicht zu tun. Glaub mir. Und ich gehe jetzt auch sofort auf den Nahkampf. Sofort. Genesect. Nein, 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 nein. Terrakio schläft. Nein. Au, 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 das wird wehtun. Eisenschädel. Ah. Im Schlaf gestorben. Los, Deoxys. Tu irgendwas, aber tu es. Ich mache jetzt Mondgewalt.
Ich versuche mein Glück. Und er bleibt einfach vorne. Ich glaub's nicht. Ich hab Genesec besiegt. Oh mein Gott! Ja! Giratina. Ich gehe jetzt hin und mach Abschlag. Ich weiß nicht, was er tun wird. Ob er. Und Energiekraut abgeschlagen. Ja! Ich hab das Xerneas. Ich hab das Xerneas lahmgelegt. So, was machen wir denn da? Psy-Schub wird jetzt nichts bringen, oder? Doch! Das machen wir auch, komm! Psy-Schub! Ich hab jetzt damit gerechnet, dass das Xerneas eigentlich besiegt wird. Okay. Da bin ich mal wieder ins Besseren belehrt worden. Aber da mache ich jetzt Gigastoß, komm. Oh yeah! Darkrai! Focus Sash. Wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen? Scheiße, ich bin noch nicht mal durch Focus Sash geschützt. Scheiße! Okay, das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt ganz und gar nicht gut. Ich mache jetzt Mondgewalt. Komm, ich muss jetzt irgendwas tun. Arceus kann eigentlich im Moment nichts tun. Das ist zwar ein bisschen doof, aber ich habe Darkrai besiegt. Ich glaub's nicht. Oh mein Gott. Ey, ich glaub's nicht, ich hab Darkrai besiegt. Okay. Ich mach Urteilskraft. Weil er kann jetzt auf Darkrai, auf Giratina wechseln. Schade. Tut er natürlich nicht. Und. Au! Wäre mein Spezialangriff jetzt nicht gesenkt worden, hätte ich noch überlebt. Hätte das Xerneas nicht mehr überlebt. Schattenstoß, ja, pff, komm. Mit Schattenstoß kannst du mir keine Angst machen. Okay, Giratina auch besiegt. So, und jetzt noch das Xerneas. Und ich bin schneller und ich mach Psychoschock. Ich habe gewonnen! Irgendwie braucht es heute irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, es braucht heute länger. Ja, ich möchte weiterkämpfen. Wir haben noch einen Kampf zu machen. Caleb XB aus Südafrika.
das ist das erste Mal, dass ich gegen einen Südafrikaner kämpfe. So, jetzt muss ich erstmal mein Rollo mal hier hoch machen. Damit hier mal wieder ein bisschen Licht ist. Damit man nicht meint, ich würde meine zarte weiße Haut vor dem ekligen Sonnenlicht schützen. Okay, was haben wir denn da? Wir haben ein Terrakium. Oh, hallo. Du kannst dich mit meinem zusammentun. Wir haben ein Ho-Oh. Also ich würde ja jetzt sogar schon auf die Hans hier gehen. Ich glaube, das mache ich auch. Da ist ein Jirachi. Ist jetzt nicht so geil. Das könnte ich aber mit Arceus platt machen. Deoxys lassen wir jetzt mal bewusst raus. Okay, der XB. Jansi, Arceus und Xerneas. Ich bin echt gespannt. Mewtwo, Deoxys und Jirachi in der Shiny-Form. Zwinger von Mewtwo wirkt. Ich weiß nicht, also ich bin jetzt eigentlich echt davor, einfach jetzt Arceus nach vorne zu schicken und Urteilskraft zu machen. Ja, okay, das ist Jirachi und Eisenschädel wirkt. Ein Eisenschädel lässt mich zurückschrecken. Oh, oh, nein, 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 nein. Was? Oh mein Gott, Fußkick und es trifft mich nicht. Und es trifft mich nicht. La 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 la. Oh mein Gott. Ey, mit diesem Geist Arceus kann ich so viele Leute betrollen. Unglaublich. So, was willst du jetzt tun, hä? Siege in Folge. Also das ist echt keiner, wo du denkst, das ist einer, der überhaupt keinen Plan davon hat. Aber was will der jetzt machen? Hat der Abschlag drauf? Ich hoffe jetzt mal nicht, dass der Abschlag drauf hat. Arceus macht Urteilskraft. Und Mega Mewtwo X einfach genommen. Einfach genommen und ihn einfach mit meinen Hufen zertreten. Oh mein Gott. Oh oh. Weil ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt auf Jirachi geht. Ich mache jetzt Irrlicht. Einfach nur, weil ich es kann. Na, ja, natürlich. Nein, 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 nein. Auf mich zu läutern. Ich mach jetzt Genesung. 'Cause I can. Jetzt macht's Sturzflug. Alter! Bleib mal locker! Und Ho-Oh hat Überreste. Mhm. Aber gut, du lässt mir ja keine andere Wahl. Dann gehe ich jetzt halt eben auf die Hans hier. Du willst es nicht anders. Also gut. Dankeschön.
So, ich weiß nicht, willst du jetzt wechseln? Oder willst du jetzt mein Team verbrennen? Wobei ich mir die Jans hier eigentlich sogar noch aufsparen würde und jetzt Proto-Growlern rausschicke. Weil mit Läuterfeuer kann ich mich nicht verbrennen. Eisenschädel von Jirachi macht kaum Schaden, würde ich mal behaupten. Und Deoxys ist jetzt eigentlich so in der Lage, wo das denkt, okay, ich bin nur noch da. Dabei sein ist alles. Also wenn jetzt nicht irgendwie irgendwelche komischen Sachen passieren, ist der Kampf eigentlich entschieden. Da kommt das Jirachi. Woher wusste ich das nur? So, was machen wir denn? Ich mach mal Dunkelklaue. Damit kann ich jeden mindestens neutral treffen und den kleinen Kerl da und Mr. dabei sein ist alles, treffe ich sehr effektiv. Psy-Schub. Au, 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 au. Oh, Junge. Ei, ei, ei. Okay. Okay, ich bin jetzt gerade... Ich bin jetzt erstaunt. Erstens, dass ich den Psy-Schub überlebt habe. Zweitens, dass ich jetzt eigentlich beim nächsten Schlag nicht mehr da bin. Das heißt, er kann jetzt Eisenschädel machen. Und ich bin einfach nicht mehr da. Was mich jetzt ein bisschen stört, um ehrlich zu sein. Die Jans hier. Ich mach jetzt Urteil. Ja. Ich kann nicht Urteilskraft machen. Das ist das Problem. Da ist das Ho-Oh. Diamantensturm kann ich auch nicht machen und Erdkräfte auch nicht. Diamantensturm kann ich machen, aber es bringt nichts. Weil ich ja nicht weiß, ob er auf Ho-Oh wechselt. Ich mache Geokontrolle. Wenn ich denn durchkomme. Ah. Es ist zurückgeschreckt. Weißt du, was ich meine? Ey. Probier's einfach, komm. Irgendwie. Ist das dein fucking Ernst? Scheiß Ho-Oh. Ich hab den Kampf doch noch. Ich hab mir schon gedacht. Warum nimmst du den Mund so voll? Oh Mann! Aber das passt mir überhaupt gar nicht in den Kram. Also jetzt wirklich überhaupt gar nicht. Weil jetzt dieser Fickstern da jetzt gleich wieder angetanzt kommt. Und ich einfach nicht angreifen kann. Erdbeben. Hör mal auf, Mann. Ich bin jetzt schneller, also zumindest schneller als Ho-Oh. Aber es wäre schön, wenn dieses Jirachi verschwindet. Aber es wird nicht verschwinden, das ist das Ganze. Und er wird einen Walschall drauf haben. Ich kann einfach nichts dagegen tun. Er ist einfach da. Und er ist schneller. Er ist verdammt nochmal schneller. Ich habe eine Vierfach-Stahlschwäche. Ich könnte jetzt mit Erdkräfte das Ganze beenden. Aber er ist einfach schneller. Ich mache nochmal Schutzschild. Einfach, weil ich es kann. Aber da ist nichts mehr. Ist jetzt 1 gegen 1.
Ich frag mich, warum die in den Kampf nicht mehr reinzoomen. Dann sieht Jirachi wenigstens nicht aus wie so ein Pixelkrieg oder so. Tja, komm, mach mal Erdkräfte. Na. Ah. Warte. Mach mal gar nichts, Dianzi. Ist okay. War ein knappes Ding, aber dieses Jirachi. Ich glaube, das sind jetzt so meine beiden Hass-Pokémon. So. Gegnermäßig. Ne? Mit, ich mach jetzt Eisenschädel. Und ich mach jetzt. Schlummerort. Wobei ich jetzt gegen Darkrai nicht so Probleme habe wie gegen Jirachi. Egal. Auf jeden Fall. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.